Aber Alter, hättest du das gedacht? Dass sie so abzieht? Ja, das ist echt krass, ne? Heute geht's wieder um Kettensägen, und zwar die billigsten Markensägen, die ihr überhaupt bekommen könnt. Von Husqvarna Stihl. McCulloch, ne? Hm. Deine Stihl? Ja, die kleine. Vielleicht, ne? Heute mal nicht. Und was haben wir noch? Makita, was im Prinzip baugleich Dolmer ist. Und dann haben wir auch noch einen Outlaw aus Fernost, nämlich eine Green Cut. Und die ganzen Sägen haben wir euch ja schon gezeigt. Und jetzt geht es einfach nur noch ans Eingemachte. Wir gucken einfach, was die Dinger hier abliefern. Wir machen 3 Schnitte. Wir haben jetzt 10 auf 10 KVH. Schönes Holz, kostet ja momentan nichts, von daher haben wir uns gegönnt. Und die Sägen sind alle im Auslieferungszustand. Wir haben Espen drauf, wir haben Stihl Motormix drauf gemacht, also Alkylatbenzin. Und ansonsten Schiene, Kette, alles ab Werk. Wir lassen die alle ein bisschen warm tuckern, dass die auch direkt ein bisschen durchziehen. Und dann machen wir 3 Schnitte, blenden die Zeiten ein. War ich ein bisschen zu ehrgeizig, hab's ein bisschen überschätzt. Aber ich muss mich auch ehrlich gesagt wieder daran gewöhnen, weil letztes Mal habe ich ja noch mit der neuen Stihl Akkusäge gesägt. Das ist natürlich schon eine andere Liga. Ja, würde ich sagen, machen wir weiter mit der Makita. So, beim ersten Mal wieder ein bisschen zu hart rein, aber dann gefühlt ging die besser durch, fühlt sich auch viel bissiger an, auch von der Gasannahme hast du das gemerkt, und interessant, die hat 1,3 kW, die McCulloch hat nominell 1,4 kW, also ich weiß nicht, wie, haben wir eine ungefähre Zeit? Ja, 20 Sekunden abgenommen, der McCulloch, ne? Ja, ich habe mich bei der McCulloch ein bisschen blöd angestellt am Anfang, aber wir können euch auch mal die Nettozeiten einblenden, dass wir einfach auch noch mal so eine quasi so Zwischenzeit nehmen. Und dann noch die Zeit zeigen, ohne jetzt meinen Faktor. Gibt natürlich auch viele Leute, die hier zugucken, die das viel besser können als ich. Wir wollen jetzt hier keinen Schönheitspreis gewinnen, sondern wir wollen einfach gucken, was die Sägen bringen. Klingt auch schön, ne? Ja, die klingt ordentlich auf jeden Fall. Kurze Info noch, das ist übrigens eine Dolmer. Und Dolmer ist ja von Makita übernommen worden. Und Makita hat auch vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass sie die Benzingeräte komplett einstellen. Das heißt, wenn ihr noch so ein Gerät haben wollt, dann müsst ihr euch beeilen. Links wie immer unten in der Beschreibung, weil tatsächlich gibt dann keine Dolmer Motorsägen mehr. Alles auf Akku demnächst. So, jetzt sind wir gespannt. Jetzt haben wir die Husqvarna 120 Mark II. Wirklich Einstieg, was haben wir bezahlt? Um die 170 Euro, glaube ich, 180 Euro. Und die hatte nämlich das Phänomen, dass sie nicht richtig angesprungen ist. Das heißt, die ist angesprungen, aber die ging dann sofort immer wieder aus. Es haben sich aber relativ viele Leute gemeldet, die gesagt haben, sie haben genau dieses Phänomen, dass die Säge schlecht angesprungen ist bzw. immer wieder ausgegangen ist. Ich bin gespannt. Generell gefiel uns die Husqvarna auch mit am besten. Da war was, glaube ich. Ja.
So, ich habe die Säge jetzt warm laufen lassen, mal einen Testschnitt gemacht, aber irgendwie macht die mir Sorgen, weil die läuft komisch. Also die hält das Gas nicht richtig. Passt auch dazu, dass sie uns beim Anlassen, beim ersten Start schon immer wieder ausgegangen ist. Wie gesagt, wir haben nichts eingestellt hier an der Säge. Alles so wie aus der Packung und eigentlich läuft das ja auch. Ich mache jetzt trotzdem mal 3 Testschnitte, aber ich weiß noch nicht, woran es dran liegt, weil die nimmt eigentlich wo Gas an, geht aber dann in der Drehzahl wieder runter. Es könnte jetzt vielleicht ja sein, dass die obenrum zu mager läuft, dass sie dann teilweise wirklich überhitzt schon wieder oder dass sie komplett abmagert und deswegen jetzt ausgeht. Aber ne, hier läuft gar nichts. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr glaubt, dass das vielleicht an der Gemischeinstellung liegen könnte, dass die viel zu mager oben rum läuft. Aber das Komische wäre, dass die ja auch im unteren Bereich einfach so ausgegangen ist. Oder es ist irgendwie ein Defekt. Es ist aber auffällig, dass viele Zuschauer das auch geschrieben haben. Auch mir auf Instagram noch, von wegen, sie hätten das gleiche Problem. Hätten die dann aber wieder zurückgeschickt. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass das generell so bei den Husqvarnas ist. Denn sonst macht die Säge einen sehr schönen Eindruck, ne? Aber jetzt leider nicht mit drin hier im Testfeld. Nachdem Husqvarna jetzt quasi die Segel gestrichen hat, hauen wir jetzt hier nochmal die 170 von Stiel ins Feld rein. Wir hatten euch die zwischendurch schon gezeigt, da hatten wir noch hier quasi getuned. Wir haben einen Kettenspanner, Schnellspanner hier drauf montiert. Das Video blenden wir euch auch gerade nochmal ein. Die Säge hat uns wirklich auch positiv überrascht. Ist wirklich gute Stielqualität und da habt ihr uns auch damals unter dem Video geschrieben, dass ihr auch wirklich sehr zufrieden seid und teilweise habt ihr die Säge auch schon jahrelang im Betrieb. Wir machen jetzt einfach nochmal den Vergleich, dass wir die hier einordnen können in das Testfeld. Was man noch dazu sagen muss, wir haben hier die Anschlagskralle, die ist ja auch aus dem Tuning-Set. Die bekommt ihr aber auch einzeln, weil standardmäßig ist die MS-170 die einzige in dem Testfeld, die keine Metallanschlagskralle hat. Die musst ihr dann für ein paar Euro nachkaufen, aber verlinken wir euch unten in der Beschreibung. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wir haben auch immer noch schon unseren schönen High-End-Drehzahlmesser hier dran. Zwischendurch haben wir die auch als Bohrmaschine missbraucht. Das war übrigens keine Stielerfindung, ne? Einige haben gedacht, das wäre jetzt so ein Stiel-Package, aber diesen Bohrmaschinenaufsatz, den haben wir uns extern besorgt. So, wir lassen die erstmal ein bisschen warm fahren. Hier gibt es übrigens keinen Primer. Das heißt, wir müssen die Säge eventuell ein bisschen länger mal durchziehen, bis der Vergaser mit Sprit gefüllt ist. Das ging jetzt aber doch relativ schnell. Ja, also bisher im Vergleich ging die Stiel am saubersten durch, aber Anspringverhalten ist nicht das Beste. Und beim Warmlaufen haben wir vorhin gemerkt, wenn ein Fünftel noch Sprit im Tank drin ist, dann war es schon zu wenig. Die ging nicht mehr an, wir haben geguckt, war noch Sprit drin, aber muss immer ein bisschen mehr Sprit im Tank haben, sonst will sie nicht. Lieber Kokoschinski,
Die Kette müsste jetzt mal nachgespannt werden. Das war jetzt im Prinzip ja auch die quasi Defloration hier für diese China-Kettensäge. Die lief auch obenrum, finde ich, nicht ganz rund. Ich glaube, mit ein bisschen Vergaser-Tuning könnte man hier noch mehr rausholen. 99 Euro habe ich bezahlt. Ist auch, glaube ich, momentan ein bisschen teurer. Aber müsst ihr selber mal gucken. Preise entwickeln sich momentan eher nach oben. So, jetzt machen wir aber noch mal eins. Und zwar, was kann jetzt Akku im Vergleich? Weil letztes Mal mit der MSA 300 gab es ja auch Leute, die haben das angezweifelt, haben gesagt, ja, die 261-Kette total stumpf, weil sonst hätte die Akkusäge keine Chance gehabt. Wir gucken noch mal. Aber wir fangen mit der 300er nicht direkt an, sondern MSA 220, die bisher stärkste Stiel. Wir hatten ja euch die ja auch schon gezeigt, blende ich auch noch mal gerade das Video ein, wo wir Akkukettensägen gebattelt haben, auch mit Ausdauer. Und die hat sich gut geschlagen, wurde aber von der Milwaukee, von der Leistung her, auf die Plätze verwiesen. Und wir haben die im Prinzip damals auch schon getuned. Wir haben nämlich hier eine Vollmeißelkette drauf. Die Vollmeißel hat jetzt ein paar Schnitte hinter sich hier von unserem Sägentest. Also bitte jetzt hier nicht auf die Goldwaage legen. Aber wir wollen einfach mal gucken, wie die sich jetzt hier so schlägt. Aber was natürlich jetzt hier auch wieder klar ist oder was man jetzt direkt sieht, du hast jetzt hier keinen Stress mit Vergasereinstellungen, mit Anreißen, mit Startschwierigkeiten. Musst du einfach Akku rein. Akku ist jetzt hier voll. Und dann gib ihm. Am Anfang musste ich mich auch ein bisschen an das Abschaltverhalten gewöhnen, habt ihr ja gesehen. Ich habe die einmal in die Abschaltung reingefahren. Also die liegt jetzt hier quasi schon auf Benzinerniveau. Wenn ich sie nicht gestoppt hätte, wären wir noch ein bisschen schneller gewesen. Und die Kette ist scharf, aber ist jetzt nicht nagelneu. Und jetzt wird es so interessant, weil jetzt kommt hier der mächtige Akku-Badabum. 2,5 kW Abgabeleistung, 3 kW generelle Motorleistung. Habt ihr ja letztes Mal gesehen. Ich glaube, hier müsste was gehen. Die Green Cut ist ja ähnlich wie die Stiel jetzt außerhalb der Wertung dieser eigentlichen kleineren Motorsägen. Aber die Green Cut ist angegeben mit 3,8 PS. China PS. Ich denke mal, vielleicht sind wir da irgendwie so bei 2,5 PS. Das heißt, die Stiel müsste die auch locker abziehen. Und wir haben hier Vollmeißel drauf. Hatten wir auf der Green Cut jetzt auch nicht. Ich bin gespannt. So, wir haben knapp 19 Sekunden gemessen. Wie gesagt, die genauen Zeiten seht ihr im Video sowieso, aber wir haben jetzt schon gemerkt, dass die deutlich schneller als die Benziner ist. Das ist schon ein Moped, ne? Und jetzt seid ihr wieder gefragt, denn getreu dem Motto, ihr kommentiert, Brockschmidt spendiert. Und zwar, was war denn im Prinzip Sieger der Herzen? War so ein bisschen die Makita. Die Makita, ja, die finde ich auch immer noch toll. Die könnt ihr jetzt quasi abstauben, nämlich unter dem Hashtag Sägen. Schreibt ihr jetzt mal eure Meinung zum Video. Und vor allen Dingen zum Thema, wer jetzt euer Favorit wäre und wie ihr jetzt Akku mit Benziner vergleichen würdet. Macht's gut und tschüss und bis dann. Ich habe auch schief abgesägt, ey. Aber ich habe heute Morgen schon wieder einen gehabt, weißt du? Ja, ich glaube auch. Und die MSA 261 haben wir auch noch. Die haben wir auch noch. Bisher hat sich keiner gemeldet. Echt? Manche bleiben Jahre, einige sogar Jahrzehnte weg. Bitte melde dich. Warte, ich sag das nicht. Das schneiden wir nicht rein. Nachher meldet er sich nämlich darauf hin, ey. Weil wir haben ja jetzt auch 14 Tage der Zeit, sich zu melden. Eine Woche, ne? Ja. Ich will die ja nicht weggeben. Nee, die ist so toll.